Und herzlich willkommen zum German Trucker Simulator. Und wir sitzen heute in einem neuen Cockpit, in einem neuen LKW. Und das ist der Swift A-Klasse. Meinst, ist es auch eine ziemliche A-Klasse. Schmeiß mal den Motor an. Und ja. Machen das nach vorne, Bremse funktioniert, Lenkrad funktioniert. Okay, let's go. Fahren wir Frankfurt am Main, stehen in Dortmund. Würde gerne wissen, ob ich noch müde bin. Ich glaube nämlich nicht. So. Verdiefen wir eine Tomaten. Muss ich vorsichtig fahren. Ich sollte generell immer vorsichtig fahren, aber okay. Kohle. Links. So, das Ding müsste eigentlich ziemlich Power machen. Oh ja. Perfekto. So, wir haben Viertel vor 9. Da schon ziemlich viele Kilometer weg. Und wie schnell ich fahre, kann ich gerade nirgendwo sehen. Außer auf dem Tacho bin. Ich vermute mal, dass ich hier mindestens 60 fahren darf. Gott. Komm. Ach, scheiße. Also etwas schneller als 60. Ah, da kann ich das sehen. Perfekt. Und zwar habe ich jetzt. Also 61 falsch. Bleib bei 60. Obwohl, ich muss noch weite Strecke fahren. Komm. Gehe ich hoch auf 80. So. Oh, es wird anscheinend eine Nachtfahrt, so wie es aussieht. Müsste in Richtung Frankfurt am Main auffahren. Das müsste hier schon eingezeichnet sein auf dem Schild, oder? Hamburg, Bremen, Duisburg, Düsseldorf. Düsseldorf ist natürlich richtig hier. Ich sollte nicht so schnell fahren. So. So, der LKW zieht natürlich ganz schön an. So. Gott. So, 80. Und hier fahre ich jetzt nach Köln ab. So, mal wieder eine etwas kürzere Strecke. Ich glaube, die kürzeste, die wir bisher gefahren sind, ist das. So. Tomaten. Verkarten Tomaten durch die Gegend, ey. Also, weil ich verstehen kann, man mit Tomaten vom Süden nach Norden bringt. Aber warum fahr ich Tomaten von Dortmund nach Frankfurt? Haben wir in Italien, Süditalien oder so, Tomaten nach Deutschland exportiert, okay, ja, aber was, das macht keinen Sinn. Also, ja, okay, angenommen, die anderen Stellen ist Dortmund und XY Edeka ist in Frankfurt.
Okay, ja, von mir aus, aber. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ist Wurst. So. Oh, ist ziemlich leer, die Automat, da kommt jetzt links gleich ein Auto, aber. Ja, ich hacke nicht. Rückspiegel, Leute. Das solltet ihr auch tun, da passieren nämlich manchmal so interessante Sachen, wenn ich mal so mache hier, ohne vorzugucken. Wir fahren auf der A45. Okay. Ich glaube, liegt doch mal so auf 90. Okay, jetzt wird 87, aber. Nee, doch, ist 90. Kann das so schlecht lesen. Weiß mir nicht, wo ich die Skalierung einstellen kann davon. Glaubt mir, sonst werde ich so ein, zwei Stufen höher stellen. Und auf dem Konto haben wir schon 6.806 Euro. Und ja, das Geld werden wir auch brauchen, um uns einen eigenen LKW zu kaufen. Und beim Ansprechen, der American Truck Simulator kommt ja jetzt bald auch im November, also bald. ja. Nehmen wir wahrscheinlich auch das Plan, nur wahrscheinlich nicht sofort, wenn er rauskommt. Mal gucken. Weil da wahrscheinlich noch German Truck läuft. Und German Truck, ich weiß nicht, ich spiele es einfach so lang, bis ich keine Lust mehr drauf habe. Und das wird wahrscheinlich noch eine Weile sein. So. Oh Gott, der hat gerade fast einen umgenießen, nur Rückspiel ist zum Glück hat er noch gerufen. Was rufen wir mal so? Oh Gott. Geile Rufe. Witzig. Muss schon Freitag 1:55, also eher Freitag 2 Uhr da sein. Wir haben gleich schon 23 Mal am Donnerstag, also ich muss mich von ranhalten, würde ich sagen. Keine unnötigen Zwischenstops. Köln. Oder Frankfurt auch schon eingezeichnet. Weiß ja nicht, ob ich 100 fahren darf hier. Als LKW garantiert man nicht, aber als LKW eigentlich nicht 90 fahren, ja. Aber wenn ich mich nicht ranhalte, ihr seht ja schon, von der Zeit her ist das schon wieder knapp. Den ich meinen würde, klicken Gang zu. Grad noch um so eine Uhr Zeit in Deutschland. Tja, hätte ich auch gerne mal. Also ab und zu, ja, haben wir es ja mal, aber ist ja seltener der Fall. So, getankt? Nö, tanken müssen wir zum Glück nicht. Wir waren bisher, glaube ich, jetzt einmal tanken, oder? Wenn überhaupt. Egal, wenn ich meinen eigenen festen LKW habe, werden wir öfters tanken fahren müssen. So. Ich muss nicht, genau. Halt doch richtig in Erinnerung, die Strecke in Dortmund und Frankfurt, die vergesse ich nicht so schnell, die bin ich nämlich schon damals oft gefahren, als ich schon früher German Truck gespielt habe. So, schnell hier. Die Kurve. Zum Glück ist so wenig Verkehr. Sollte das aber eigentlich locker in der Zeit schaffen. Deswegen ich ganz kurz mal
ja nur 90 fahre. Weil auch generell, wenn ich zu schnell fahre, fahre ich so schnell und kriege immer dieselbe Strafe, das ist klar. Also eigentlich ist es halt anders in echt, ja. Ob ich jetzt 20 km/h oder 40 so schnell fahre, macht schon einen Unterschied. Aber, hier eigentlich, ich glaube, sind immer dieselbe Geldstrafe. Aber ja, wenn ich jetzt 90 fahre und so eine komische Kurve kommt, muss ich echt die Kontrolle kurz verliere von der Taste abrutsche oder 80 oder 100, ja. Das macht schon einen Unterschied, finde ich. Bei 90 kann ich immerhin noch was unternehmen. Also in echt eigentlich auch nicht, aber in echt rutscht man auch nicht von der Taste ab. Zum Beispiel beim Autofahren. So. Die Uhr in meinem LKW geht sogar richtig. Nur rat mal so auf. So, lesen müssen wir jetzt schon abfahren. Das war eine schnelle Fahrt jetzt. So, ich habe die Kontrolle mal übernommen. So. Wieder auf 60 circa. 59 sind das jetzt, glaube ich. Hier sind aber eigentlich 90. Na komm, ich fahr per Hand. Und wie ihr seht, es sieht richtig an, so ein A-Klasse. Und wenn ich da mal kurzzeitig... Oh Gott. Langsam. Wenn ich dann mal ganz kurz eine höhere Temperatur brauche, dann habe ich die auch ziemlich schnell erreicht. So, jetzt muss ich nur gucken. Wie komme ich hier am geschicktesten durch? Hier haben wir so eine eigene Werkstatt rechts. Oh Gott. Als ob die genau in dem Moment rot wird. So, ich ziehe mal hier die Feststellbremse. Die seht ihr ja rechts vom Lenkrad so. Los. Da habe ich noch einige gesagt, man kann sogar blinken. Mache ich mir auch eigentlich immer. Also ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen. So. Oh, Grüne. Nehme ich mit. Zack. So, cool. Jetzt muss ich hier gleich nur rechts einlegen. Und blinken. Und. Wieder Woodencraft packen LKW ein, was bisher ja eigentlich gar nicht mal so schlecht geklappt hat. Und der Ansatz war diesmal gar nicht mal so schlecht. Muss ich daraus nur hier auch was machen? Okay, den habe ich drin. Bald erwartet. Ach, ich habe noch 2 Stunden Zeit. Ja gut, Stunde 44 Minuten. 54 Minuten, aber... So, ist vielleicht nicht perfekt drinnen. Aber... Drin ist drin. So, komm, ich mache hier noch einer.
Nein, so wird nichts. So. Schädel Fracht 0. Mein Anteil ist eigentlich schon ziemlich hoch. Verfahren der roten Ampel. Komm. Zack. Nächster Auftrag ist der Transport von Eisenraum von diesem Depot zum postmedialen Lager in Bremen. Bitte liefern Sie heute zwischen 4.31 Uhr und 7.46 Uhr. Viel Erfolg, Fahrer. Okay. Würde ich sagen, ich fahre schon mal so. Bis zum nächsten Part, in Anführungszeichen, bis zum nächsten Aufnahme. Ich würde sagen, die Fahrt habe ich gemacht. Beim nächsten Mal mache ich die nächste Fahrt. Bis dahin. Ciao. Jetzt die Aufnahme überhaupt beendet.